Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Mein Name ist Kai und heute zaubern wir mit dem Thermomix den Hackbällchen-Western-Topf. Wir beginnen mit unserem Hackfleisch, das wir natürlich im Thermomix mischen. Dazu nehmen wir eine Zwiebel, die habe ich vorher geviertelt, damit der Kessel nicht so viel Arbeit hat, und eine Knoblauchzehe. Das Ganze 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinern. Dann natürlich nach unten schieben, denn wir dünsten die Zwiebel und den Knoblauch jetzt an mit etwas Olivenöl. Also zwischen 10 und 15 Gramm könnt ihr dann nehmen. Ich nehme mal nicht zu viel. 10 Gramm sind eigentlich genug. Oh, machen wir noch einen kleinen Schuss. Voilà. Und das Ganze dünsten wir an auf Stufe 1. Im natürlich Varoma-Modus. 2,5 Minuten, Stufe 1. Voilà. So, gedünstet ist, und jetzt machen wir weiter mit unserem Hackfleisch. Wir geben zu den Zwiebeln und dem Knoblauch 500 Gramm Hackfleisch. Ich habe jetzt Rinderhackfleisch genommen. Ihr könnt natürlich auch gemischt nehmen. Das ist wie immer euch überlassen, Geschmackssache. Dazu kommen 15 Gramm Paniermehl, ein Ei, ganz wichtig, ein klein wenig Paprika. Müsst ihr nachher vielleicht nochmal abschmecken, aber ich mache so einen halben Teelöffel etwa. Ja, vielleicht ein bisschen mehr, ein Teelöffel, das reicht. Ja komm, ein bisschen geht noch. 15 Gramm Tomatenmark, wiegen wir schnell ein. Ja, aufs Gramm genau. Dann etwas Sambal Oleg, das ist so eine Chili-Würzpaste, ist relativ scharf. Müsst ihr gucken, wie viel. Ich nehme da immer so eine Messerspitze oder in dem Fall eine Löffelspitze. Mir macht das nichts, wenn das scharf und würzig ist, aber müsst ihr ein bisschen experimentieren. Gerade bei Kindern bin ich ja mal ein bisschen vorsichtig. Dann mit Salz etwa einen Teelöffel und eine Prise schwarzen Pfeffer dazu. So, und das Ganze machen wir jetzt 2 Minuten in der Teigstufe, damit unser Hackfleisch auch schön durchgewalkt wird. Auf geht's! So, während jetzt unser Hackfleisch durchgewalkt wird, noch ein kleiner Hinweis. Alle Rezepte, die wir euch hier vorstellen, die könnt ihr in beiden Thermomix machen, also im TM31 und auch im TM5. Wenn es Rezepte gibt, die für den TM5 entwickelt wurden, sagen wir das nochmal dazu, dass ihr entsprechend bei den Mengenangaben und den Größenverhältnissen ein bisschen aufpasst. Also, unser Hackfleisch ist jetzt fertig und gewürzt, und wir werden das jetzt in etwa 20, 22 walnussgroße Bällchen formen und in den Varoma setzen. Wichtig ist, wenn ihr das macht, dann achtet bitte drauf, dass nicht alle Schlitze bedeckt sind, sondern dass noch genug Luft bzw. Dampf nachher durchkommt. Denn oben in den Einlegeboden, da kommt nachher das Gemüse noch rein. So, dann kommen wir zur Soße. Auch hier müssen wir wieder Zwiebel und Knoblauchzehe andünsten. Wieder eine Zehe Knoblauch und 2 Zwiebeln, die wir jetzt schon ein bisschen vorbereitet haben. Das Ganze wieder, ihr wisst das, 5 Sekunden, Stufe 5. Diesmal ein bisschen mehr Olivenöl dazu. Ich denke mal so 20 Milliliter reichen auf jeden Fall, um das Ganze zu dünsten. Aber vorher natürlich nicht vergessen, das Ganze runterzudrücken. Ne? Sonst hängt die Hälfte von den Zwiebeln oben im Kessel, und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Also 20 Gramm etwa einwiegen. Die Zwiebeln und den Knoblauch 3 Minuten. Varoma Stufe 1 dünsten, und dann geht's weiter.
So, gedünstet ist. Als nächstes brauchen wir für unsere Soße 500 Milliliter Wasser, einen Esslöffel Gemüsebrühe. Ich nehme jetzt diese Instant-Gemüsebrühe. Ihr könnt natürlich auch den Suppengrundstock nehmen aus dem Forum. Wie man den macht, das werden wir euch in einer der nächsten Sendungen erklären. Dann brauchen wir Tomatenmark, und zwar jede Menge, nämlich 100 Gramm. Eine Prise Salz, klar, darf nicht fehlen. Eine Prise Pfeffer. Das ist also die Basis für unsere Soße. Als nächstes setzen wir den Gareinsatz auf, wo wir die Hackfleischbällchen entsprechend vorbereitet haben. Und in den Einlegeboden kommen jetzt eine Paprika, die wir so in Stücke geschnitten haben. Dann haben wir eine Dose Kidneybohnen, etwa ja, Abtropfgewicht, lass mal 250 Gramm sein. Und eine Dose Mais. Das Ganze schön im Einlegeboden verteilen und Deckel aufsetzen. So, damit hätten wir alles. Wir haben die Soße, wir haben die Hackbällchen und wir haben das Gemüse fertig. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, hey, was ist denn mit den Beilagen? Ihr könnt natürlich auch Reis oder Kartoffeln im Einsatz mitkochen, und genau das werden wir jetzt machen. Also etwa 150-200 Gramm Reis in den Siebeinsatz geben und dann das Ganze noch in den Topf, bevor es losgeht. So, und das Ganze werden wir jetzt 30 Minuten auf Dampfgarstufe 1 fertig werden lassen. Und ich bin sehr gespannt, wie es nachher schmeckt. Als leckere Variante zur Soße könntet ihr natürlich auch eine gelbe Paprika unten reingeben, die ihr vorher klein geschnitten habt. Dann allerdings nur 400 Gramm Wasser, weil sonst wird es zu wässrig. Und ihr könnt die Soße natürlich auch noch ein bisschen tomatiger gestalten, wenn ihr das mögt. Dann ersetzt ihr einfach einen Teil von dem Wasser durch passierte Tomaten. Natürlich könnt ihr die Paprika und auch den Mais und die Kidneybohnen durch anderes Gemüse ersetzen. Das ist ganz nach Belieben. Kichererbsen oder Zucchini, das bleibt eurer Fantasie überlassen, was ihr da oben reinlegt. So, und ihr hört, es ist soweit. Unsere Hackbällchen Western Art sind fertig und dann wollen wir mal schauen. Erstmal ausmachen hier. Gemüse und Hackfleischbällchen. Jo, die sind gut durch. Perfekt, das passt super. Auch der Reis müsste fertig sein. Ja, ist auf jeden Fall schön knackig noch. Es gibt übrigens immer noch Leute, die nicht wissen, dass man mit dem Löffel hier auch den Reis rausnehmen kann. Ja? So, perfekt. Stellen wir auch mal hier ab. Und die Soße, die sieht richtig cool aus. Das ist eine richtig schöne, tomatige Soße hier für unsere Hackfleischbällchen. Ich richte das jetzt mal schnell am Teller an. Die Soße würde ich vielleicht noch abschmecken. Ich glaube, oder man könnte die noch mit einem Schuss Sahne oder so verfeinern. Aber das ist schon sehr, sehr cool. Mhm. Auf jeden Fall. Kann man so lassen. So, und das ist unser Hackbällchen-Western-Topf. Alles aus dem Thermomix. Ich muss jetzt natürlich probieren, ganz klar. Und sehr cool. Also gerade die Soße, ich habe ja gesagt, ihr könntet die tomatiger gestalten, aber ich finde die schon sehr, sehr tomatig. Vielleicht nachwürzen kann man immer noch mit einem Schuss Tabasco oder sowas oder auch noch mal ein bisschen Sambal Oleg, aber das ist schon sehr, sehr lecker. Und ihr habt gesehen, nicht viel Arbeit, 45 Minuten seid ihr durch, und das Rezept, das ich euch heute vorgestellt habe, reicht auf jeden Fall für ja, 3 bis 4 Personen. Ne? Wenn es nicht so Personen sind wie ich, dann reicht es für 2. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachkochen. Liked und kommentiert, was euch gut gefallen hat. Und wenn ihr noch mehr Rezepte haben wollt aus unserem Wunderkesselforum, dann abonniert natürlich unseren Kanal. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.